Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hermann. Heute habe ich mir einen Buchautor eingeladen, und zwar Pitt Schäfer aus Greimerath. Er hat ein Kinderbuch geschrieben, das heißt Die unglaubliche Reise von Paulinchen Geranie. Und darüber möchte er uns heute etwas erzählen. Aber, hallo Pitt, du erzählst, oder ich wollte dich nicht nur vorstellen als Buchautor, sondern du bist eigentlich ein Tausendsasser. Du bist gebürtiger Greimerather, in Greimerath auf den Bühnen vertreten, wenn es Karneval ist, wenn es irgendwelche Feierlichkeiten gibt. Du schreibst selbst komponierte Heimatlieder, alles Mögliche. Du hast den Pfarr- und Kräutergarten in Greimerath ins Leben gerufen und jetzt zu guter Letzt ein Kinderbuch. Ja, herzlich willkommen. Ja. Ein Tausendsasser, ist das ein Begriff, der stimmt der? Ja, sagen wir mal so. Zuerst mal guten Abend, Hermann. Tausendsasser ist schon richtig. Früher habe ich alles gleichzeitig gemacht. Heute suche ich mir die Projekte eher ein bisschen gezielt aus. Man wird ja auch nicht jünger. Und dann entstehen einfach Sachen. Meine Lieder in Dialekt oder auf Hochdeutsch. Es waren natürlich nicht immer nur Heimatlieder, es waren ganz früher Rocklieder dabei, richtige Melodic-Rock-Songs, Deutsch, Englisch. Jetzt ist es halt eben mehr so der Dialekt, unser Platt, was ich vertone. Oder was jetzt mein letztes Projekt ist, passend zum Buch, habe ich 5 Lieder komponiert, weil mich das Buch einfach so bewegt hat. Die Geschichte, wie das Buch entstanden ist, ist schon was ganz Besonderes. Und ich hatte einfach ja, viel Glück auf meiner Seite. Also Glück auf deiner Seite, ist das ein Zwischenfazit? Weil ich denke, du hast sicherlich, und hast ja auch gesagt, noch viele andere Ideen. Du hast gerade gesagt, es hat mit der Rockmusik angefangen. Damals Hedera Helix hieß die, glaube ich, die Band. Nein, das war die nächste Band. Das war die erste Band. Dann kam Pompeji Pur. Da gibt es also immer noch die ein oder andere Aufnahme auch im Netz. Und dann hat sich die Sache so weiterentwickelt. Irgendwann kam ich auf die Dialektmusik, habe unter anderem auch 2 Lieder für Hermann Simon geschrieben, den du ja letzte Woche hier im Interview hattest. Und einmal war es ein Lied über die Eitelkeit. Dieses Wort hat Hermann Simon geprägt und hat damit auch Mario Adorf geehrt. Vor 2011 war das. Und dieses Wort, diese Wortschöpfung hat mich nicht losgelassen. Und da habe ich dann praktisch auch ein Lied im Dialekt geschrieben dazu. Und auch zum letzten oder zum vorletzten Buch von Hermann Simon, Die verlorenen Gärten der Erinnerung. Auch da habe ich ein Lied dazu komponiert, habe ich ihm zu seinem 70. Geburtstag dann zum ersten Mal vorgespielt. Also er war sehr gerührt und es hat natürlich auch ja, sehr gut gepasst. Mhm. Anschließend war so eine kleine Pause, wo nicht viel passiert ist. Und ja, dann kam ich zum Buchschreiben wie die Jungfrau zum Kind, muss ich einfach mal so sagen. Erzähl uns Zuschauer mal das. Ich hatte die Hauptfigur Paulinchen Geranie vor circa 25 Jahren erdacht, weil ich meinen Kindern immer abends Geschichten vorlesen musste. Und irgendwann war ich dieses Vorlesen satt. Wir hatten noch alle Bücher durch und dann fing ich an und habe mir eine Geschichte erdacht. Ich bin selber Gärtnermeister, von daher ist der Bezug zur Geranie natürlich da. Und Paulinchen Geranie war immer auf Reisen. Sie ging durch die ganze Welt, hatte Freunde, Bekanntschaften. Und irgendwann sind die Kinder groß geworden. Ich habe dann auch nichts mehr in der Richtung gemacht. Und als meine Tochter dann geheiratet hat, kam sie irgendwann und sagte, ach Papa, wenn ich mal Kinder habe, wäre es schön, wenn du die Geschichten von Paulinchen Geranie mal aufschreibst. Ja, und dann ist sie irgendwann schwanger geworden und dann war für mich klar, okay, jetzt schreibst du die Geschichte auf und überraschst deine Tochter im Krankenhaus nach der Geburt mit dem Buch. Wie es dann immer so geht, ich habe die Geschichte geschrieben und habe die einer sehr guten Freundin nach Merzig geschickt. Und nach 3, 4 Tagen kam dann die Antwort per Mail. Ich kann mich noch sehr gut an den ersten Satz erinnern.
Hallo Pitt, ich hoffe, wir bleiben Freunde. So, und dann kam eine vernichtende Buchkritik, weil ich einfach übertrieben hatte in allen Ecken und Kanten. Ich wollte ein Kinderbuch schreiben, wo ich Pflanzen sympathisch darstelle. Ich wollte den Kindern mitteilen, wie man mit Pflanzen richtig umgeht. Ich hatte zu viel Text. Ja, und ich habe mich der Kritik angenommen und habe das Buch komplett überarbeitet. Aus 5000 Wörtern sind 2500 Wörter geworden. Und ich habe immer gedacht, das kann nicht sein. Du hast so viel geschrieben, du kannst dich nicht so reduzieren, dass es irgendwo noch einen Sinn ergibt. Hat dir denn jemand dabei geholfen, das zu reduzieren? Ich habe das selber gemacht und habe das dann der Freundin meines Sohnes mal immer wieder zum Lesen gegeben, weil sie Erzieherin ist und auch sehr viel mit Kinderbüchern arbeitet. Mhm. Ja, und langer Rede, kurzer Sinn, irgendwann war das Buch in der Form fertig. Ich hatte dann durch einen Arbeitskollegen das wahnsinnige Glück, einen super tollen Illustrator zu finden, der das auch nebenberuflich macht, aber der ist wirklich mit Talent gesegnet. Ja, Zufälle spielen oft eine Rolle. Richtig, genau. Ne? Und ich hatte, als ich beim ersten Kontakt bin ich nach Oberlöstern gefahren, ins Saarland, und irgendwo siebte, achte, neunte Bild war ein kleines Wohnmobil, was mit Blumen bemalt war. Und ich komme bei ihm auf den Hof. Und da sehe ich, auf dem Hof steht ein kleines Wohnmobil, was mit Blumen bemalt ist. Und da war mir eigentlich schon klar, die Sache läuft. Ne? Mhm. Und genauso war es. Der Frank Müller aus Oberlöstern war auch sehr angetan von der Story. Und dann haben wir mehr oder weniger das Vertragliche geregelt, weil so ein Illustrator malt die Bilder ja nicht gerade umsonst. Und ja, dann hat er angefangen. Also da war schon die Absicht dahinter, ein offizielles Buch rauszubringen. Ja. Also zuerst war es ja mal nur ein Geschenk für das Enkelkind und für die Tochter. Und dann hat sich ja daraus der Gedanke ergeben, das könnten wir doch einfach jetzt mal ein bisschen professionalisieren. Ich wollte eigentlich ein professionelles Buch machen. Ein professionelles Buch, um das meiner ersten Enkelin zu schenken. Mhm. Und als die Linda dann das Skript, das professionelle Buch war noch nicht fertig, das Skript dann im Krankenhaus zu lesen bekommen hat, hat sie mich eigentlich bestärkt. Den nächsten Tag hat sie angerufen, Papa, das ist eine völlig abgedrehte, tolle Geschichte, da musst du unbedingt an einen Verlag gehen. Und dann kam wirklich der pure Zufall kam dann zustande. Ich rief nach langem Hin und Her, ich habe mir die Kinderbuchverlage angeschaut und habe dann gedacht, ah, probier's mal beim Eifelbildverlag in Daun. Und da rief ich an und es war Mittagspause. Und die Sekretärin war in der Mittagspause und der Verlagschef, der Sven Nieder, ging durch Zufall ans Telefon. Normalerweise sagt er, da gehe ich mittags nicht dran. Und dann habe ich ihm von meiner Geschichte erzählt und da war er schon sehr angetan und hat mir aber direkt signalisiert, ja, Herr Schäfer, schicken Sie mir mal das Skript. Wir kriegen so viele Skripte auf den Tisch. Ich sage es Ihnen direkt klar ans Telefon, die allerwenigsten Skripte werden wir verwenden. Ja, und dann habe ich das gemacht und habe dann so 2-3 Wochen noch nichts gehört. Die ersten Bilder waren dann richtig schon in Farbe fertig. Ne? Kann man schon mal eins zeigen hier. Das ist praktisch das erste Bild. Es war mir ganz wichtig, das Buch spielt ja auf der ganzen Welt, aber es fängt praktisch in der Eifel an. Mhm. Und ja, nach 3 Wochen circa hatte ich dann einen Anruf vom Eifelbildverlag und ich leg's mal hier hin. Ja. Und dann wurde ich praktisch eingeladen, um nach Daun zu kommen. Und ja, die Sache ging dann relativ schnell. Also die waren schon recht angetan. Die waren sehr angetan. Ja. Die waren sehr angetan. Sie hatten auch in dem Jahr 2 pädagogische Kinderbücher. Mein Kinderbuch ist kein pädagogisches Kinderbuch. Es ist einfach eine Geschichte, die erzählt wird. Ich nenne es immer so ein modernes Roadmovie für Kinder. Und sie sagten einfach, die Geschichte passt, die Bilder sind super, die sind also wirklich spitze. Da ist so viel Leben drin. Wenn Sie wollen, Herr Schäfer, dann machen wir das Buch, wir verlegen das Buch. Es wurde ein richtiger Vertrag aufgesetzt
Und im Vertrag musste ich mich schon verpflichten, wenn das erste Buch gut verkauft wird, dass ein zweites Buch praktisch hinterher folgen wird. Und da muss man sich also verpflichten. Ja, also das ist, wusste ich auch nicht, damit der Verlag einfach schnell reagieren kann. Ich komme auch gerade heute vom Verlag. Das geht ganz schnell. Also wir haben im Januar 18 habe ich den Vertrag unterschrieben, damit das Buch am 10. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert werden konnte. Also es ist ein Riesenzeitraum, da kommt der Layouter ins Spiel, die Korrekturleserin, der Lektor und. Aber was geht in einem Kopf vor, wenn man jetzt so ein Buch schreibt? Du sagst ja, die Geschichte ist schon relativ alt, da du ja deinen Kindern schon früher erzählt hast. Jetzt sagst du, ich mache ein Buch draus. Bietet es auch dann jetzt kommerziell an und plötzlich sagt einer, ja, wir machen das aber nur, wenn ein zweites hinterherkommt. Was sagt man denn da? Hast du schon eine zweite Geschichte im Hinterkopf gehabt? Ich hatte eine zweite Geschichte schon geschrieben, weil mich dieses Schreiben ja auch fasziniert hat. Ja gut, ich hatte für mich eigentlich gedacht, ich mache ein Kinderbuch mit drei Büchern, also mit drei Folgen, die dann in sich schlüssig sind. Und von daher war es dann ein leichtes zu sagen, okay, ich kann den Vertrag unterschreiben, weil das zweite Buch ja, zu 75% eigentlich schon fertig war. Eine Fortsetzung oder eine ganz neue Geschichte? Also es ist... Oder darf man das gar nicht hier verraten? Ja, unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Ne? Wie man den offenen Kanal kennt. Also es war so, es sollte eigentlich schon eine Fortsetzung sein. Ja. Aber sie ist ganz anders. Jetzt entsteht eine ganz andere Geschichte draus, weil ich ja jetzt auch die ersten Kritiken von den Lesern bekomme. Und für mich war eigentlich so die Geschichte, ich schreibe ein Buch und dann kommt eine Fortsetzung und zum Schluss löst sich alles auf. Mhm. So, und jetzt kommen aber die Nachfragen von den Kindern. Ja, wie ist das mit dem Yoshi? Wann sieht er die Polarlichter? Das war eigentlich erst fürs dritte Buch vorgesehen, aber weil die Fragen immer die gleichen sind, habe ich mir dann überlegt, das zweite Buch ein bisschen umzuschreiben. Und ja, das ist mehr oder weniger eine Fortsetzung, aber auch eine in sich geschlossene Geschichte. Und das dritte auch schon im Hinterkopf? Das dritte ist schon im Kopf, steht's schon, weil ich einfach so tolle Figuren erschaffen habe. Es wäre zu schade, wenn die nur in einem Buch vorkommen. Also im dritten Buch sollen dann alle Figuren, die in den anderen beiden Büchern vorkamen, sollen dann praktisch den krönenden Abschluss finden. Und wenn man dann so mit dem Schreiben beschäftigt ist, hat man dann auch noch den Kopf frei, auch noch ein anderes Genre zu bedienen, wenn es auch dazu gehört mit der Musik. Jetzt, dass man sagt, okay, hier während dem Schreiben, dazu halte ich jetzt auch noch ein Lied. Ja, du weißt ja selber, ich habe zig Lieder komponiert. Das kam durch einen Freund, der mir sagte, Mensch Pitt, ich könnte mir vorstellen, wenn das Buch gut ist, dann machen wir da ein Kindermusical draus. Und er ist selber gelernter oder studierter Arrangeur, also Orchesterarrangeur. Und wenn du so in der Sache drin bist, wenn du so in dem Buch drin bist, dann kommen die Texte kommen automatisch. Ich weiß das aus jahrzehntelanger Erfahrung. Den richtigen Moment abwarten und dann kann man sofort sich hinsetzen. Man hat entweder zuerst den Text im Kopf oder zuerst die Melodie und bringt das zusammen und dann passt das schon. Wenn man, ich weiß ja, was du in der Vergangenheit so alles gemacht hast. Du hast zum Beispiel auch mit Eifelliedern Leseabende unterstützt. Ja, den Günter Schmitz, der leider schon verstorben ist. Könntest du dir sowas für dich auch vorstellen, dass du sagst, du liest Teile aus deinem Buch und machst dann Musik dabei? Ja, das soll demnächst auch in Eisenschmidt stattfinden, im Clara-Fiebig-Haus. Da lese ich Teile aus dem Buch, da präsentiere ich meine Lieder und da habe ich mir noch was ganz Tolles einfallen lassen. Ging ganz kurz, ich habe dem Frank angerufen und habe gesagt, Frank, ich habe das und das Projekt, könntest du mir einfach mal also zwei, drei Bilder malen oder zeichnen, die praktisch Ausmalbilder sind, wo die Kinder sich selber mit den Figuren auseinandersetzen. Ja. Und das fand dann auch beim Verlag, stieß direkt auf offene Ohren.
Und Sven Nieder sagte heute dann, ja, da können wir also ohne weiteres auch so noch so ein kleines Malbuch hinterher schießen, beim zweiten oder dritten Band. Also die Sache läuft. Die Sache ist explodiert. Jetzt hast du jetzt schon so viel von der Musik erzählt, jetzt wollen wir ein bisschen was hören. Ja, okay. Was könntest du uns denn heute, was könntest du denn uns vortragen? Ja, also es geht ja in dem Buch um einen geheimnisvollen Satz. Und dieser Satz muss Paulinchen Geranie ja von Mittelschweden in die Eifel transportieren. Mhm. Und das ist so der rote Faden, der sich quer durch das Buch zieht. Und dieser Satz ist natürlich auch mystisch. Es ist ein mystischer Satz von einem Waldtroll aus Schweden, der diesen Satz seinem Freund, dem Waldtroll Joschi in der Eifel, übermittelt haben will. Ja. Und deshalb habe ich das Teil auch in, oder dieses Lied, was ich nur kurz anspiele, in Moll gesetzt, weil Moll ist immer so ein bisschen traurig und es ist so, hat so ein bisschen mystisch. Ne? Wieso spielst du es nicht aus? Ja, okay, weil ich mehrere Lieder noch. Ach so, okay, ne? Gut. So. Gut. Und zwar heißt der Satz Usavo Haka Sökula Rota. Das ist ein Fantasiesatz, den kann man googeln, da wird man keine Übersetzung finden. Ja, und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, diese sprechende Geranie, die ja verzaubert wird, damit sie sprechen kann, die auch dann irgendwann laufen kann, muss in ihrem Blütenkopf diesen Satz behalten und ihn mit in die Eifel tragen. Bitteschön. Usavo haka sökula rota, so heißt der Zaubersatz. Usavo haka sökula rota, hat Paulinchen für die Worte im Kopf noch Platz. Usavo haka sökula rota, sagt Prosonius zu ihr. Usavo haka sökula rota, magische Worte, sie sollen ganz weit weg von hier. Usavo haka sökula rota. Usavo haka sökula rota. Toll, Pitt. Wir haben Publikum, können wir mal applaudieren. Ja. Toll! Das ist auch praktisch. Ich habe es extra in Moll gesetzt zuerst, weil ganz zum Schluss die Geschichte ja ein glückliches Ende findet. Und dann wird man dieses Lied dann aber auch in Dur hören, was natürlich auch eine gewisse Fröhlichkeit und Freude vermittelt. Ja, es gibt einige Figuren, die neben Paulinchen eine ganz besondere Rolle spielen. Ja. Und das ist... Komm, ich helfe dir mal hier. Ja, genau. Du hast ja die Gitarre, dann halte ich das Bild genau mal rein und du erzählst was dazu. Ja, man sieht praktisch hier, Paulinchen hat den Weg in die Eifel gefunden und erzählt dann an dem ersten Morgen, nachdem sie in der Eifel ankam, den anderen Blumen und auch der alten Marie ihren Weg von Mittelschweden in die Eifel. Die Blumen haben alle Namen. Ich habe also hier Gerd den Gummibaum. Der ist ein ganz alter Gummibaum, so wie man sie auch heute noch in den Eifelhäusern findet. Dann habe ich hier die Biggie-Begonie oder auch geschwätzige Begonie. Man sieht es daran, jede Blüte hat praktisch einen Mund und die Biggie ist so, ja, die will jede Sensation aufnehmen, weitergeben und ist so das Drahtschweib der Blumen untereinander. Die haben also alle eine eigene Identität, genau, die Blumen. Dann habe ich hier die Bella Amaryllis, die fängt jetzt gerade an zu blühen und braucht natürlich auch viel Kraft, damit die Blüte aufgeht. Ja, und dann hier die Hauptfigur, Paulinchen Geranie, eine kleine freche Geranie in einem, mit einem pinken Blütenkopf. Und das Ganze spielt in einem alten Trierer Langhaus, so wie sie in der Eifel auch noch heute zu Hunderten stehen. Wie gesagt, die alte Marie, eine blumenaffine Frau, die einen großen Garten hat, die aber auch so manches Geheimnis in sich birgt, was gerade dann im zweiten Band schon ein bisschen eher rauskommt.
Ja, und hier erzählt Paulinchen die Geschichte. Und angefangen hat es praktisch, auf dem ersten Bild haben wir ja dieses alte Eifelhaus gesehen. Und da schaute die alte Marie raus. Und da habe ich auch ein Lied dazu gemacht. Das ist praktisch so das Intro. Ne? Okay. Bitte schön. Die alte Marie steht an dem Fenster. Der Herbstwind weht die Blätter über das Land. Die alte Marie hört sie Gespenster. Ist da nicht eine Blume, die reden kann? Die alte Marie steht an dem Fenster. Ist da nicht eine Blume, die reden kann? Toll. Komm wieder zurück, bitte. Ja. Ja. Wir wollen noch mehr hören. Ja. Toll. Also Musik und Text, alles von dir. Das ist alles von mir. Und ich weiß einfach, die beste Zeit für mich, sowas zu machen, zu komponieren, zu schreiben, zu denken, ist morgens früh. Mhm. Nachdem ich ausgeschlafen bin, koche ich mir meinen Kaffee und dann geht's los. Meistens, ich setze mich an den Computer, ich habe über Nacht irgendwie so eine Idee gereift im Kopf und dann kann ich direkt loslegen und dann fließt es so aus mir heraus. Mhm. Ja, Paulinchen macht sich auf den Weg, ne, sie wird verzaubert, sie hat viele Gefahren zu überstehen, Abenteuer, und das macht den Reiz für die Kinder aus. Das wird mir auch jetzt von Müttern oder auch von Kindern gesagt. Sie sind ganz schnell in der Geschichte, sie leiden mit Paulinchen und sie freuen sich, dass das Buch dann oder dass die Geschichte irgendwann eine glückliche Wendung nimmt. Und Paulinchen macht ja einen Weg über Tausende von Kilometern, muss sie hinter sich bringen. Die Geschichte fängt in Mittelschweden an, hat dann den ersten Höhepunkt in Südschweden und dann kommt die heikle Phase, wie kommt Paulinchen, die ja nicht schwimmen kann, von Schweden nach Deutschland. Und da ist es dann so, dass der gutmütige Waldtroll Prusonius, den man hier unten noch sieht, der ruft den Seeadler Sigurd und der Sigurd bringt Paulinchen dann über die Ostsee nach Deutschland und dort während dem Flug wird sie nochmal verzaubert, also sie kann hier schon sprechen, aber nachdem sie auch in Deutschland gelandet ist, haben sich aus ihren Wurzeln Beine gebildet und sie kann laufen. Sie macht sich auf den Weg, trifft einen Fuchs, der ja schlau ist, der sagt ihr, in die Eifel, da hast du noch ein paar hundert Kilometer vor dir, aber ich gebe dir einen Tipp. Wenn du an einen großen Fluss kommst, den die Menschen Rhein nennen, biege rechts ab und du bist in der Eifel. Also so kommt dann eins zum anderen und mir sind die Figuren auch während dem Schreiben, sind die mir einfach so zugeflogen. Mhm. Die Geschichte mit dem Fuchs fand ich sehr gut, dann mit Mantje, der durchgeknallten Holländerin, die in ihrem Wohnmobil da quer durch Deutschland fährt und die tollsten Blumen sucht. Dann der holländische Blumenhändler, sie wird geraubt, also es passiert einiges in dem Buch. Mhm. Jetzt sagst du, du setzt dich hin, hast die Ideen für Musik und ist es nicht auch so, dass wenn du manchmal über die Felder gehst, weil Eifel liegt dir ja sehr am Herzen, bist ja ein Eifelkind, dass dir auch da viele Inspirationen kommen, wo du sagst, das könnte ich auch noch irgendwo in meinen Büchern verwenden. Man müsste ja mittlerweile von Büchern reden. Ja, genauso ist es. Es sind immer wieder, fahre ich auch mit einem ganz anderen Blick durch die Dörfer, schaue mir gewisse Szenen an oder auch bei uns selber, ne, wo man dann denkt, okay, das hier könntest du noch mit einbringen. Ich habe gerade
für das dritte Buch heute mit meinem Verleger, da haben wir den Schluss besprochen und da war der schon hin und weg von der Idee, die ich da hatte. Das werde ich jetzt nicht verraten, aber es ist, nein, natürlich nicht. Es ist einfach so, ja, das kommt beim Joggen, ne? Mhm. Wenn man den Kopf frei hat, dann fallen einem die ein oder anderen Geschichten ab. Man muss praktisch den ganzen Ballast, den man tagsüber von der Arbeit oder vom normalen Leben mit sich bringt, wenn der weg ist und man hat den Kopf frei für sich Gedanken zu machen, sich richtig in diese Materie des Schreibens reinzuversetzen, kann ich vielleicht noch gerade einfügen, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, da habe ich zuerst mal im Internet geguckt, wie schreibt man ein Kinderbuch. Und da gab es 50.000 Vorschläge und dann habe ich ganz schnell beschlossen, ich mache das so, wie ich das für richtig halte, wie es mir am besten gelingt. Und ja, so entstehen dann die Geschichten, es entstehen Storys, es entstehen irgendwo in der Ecke. Das ist auch das Schöne, dass man manchmal etwas erzählt, was gar nicht im Buch drinsteht, sondern wo ich dem Illustrator gesagt habe, kannst du dir vorstellen, hier auf dem Bild noch so eine kleine Story nebendran zu zeichnen, die ja nicht direkt in die Geschichte passt, aber die zu der ganzen Situation passt. Ne? Und auch ja, das zu erarbeiten, zu erdenken, macht schon richtig Spaß. Ne? Kommt es denn auch manchmal vor, wenn man so das am Schreiben ist, dass man etwas hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt gut, das lassen wir jetzt so. Und dann bist du wieder am Joggen, am Spazierengehen oder sitzt morgen mit Kaffee und dann hast du einen Impuls, eine Idee und dann schreibst du doch nochmal etwas um. Ja, dass man eigentlich sagt, ein Buch, im Grunde genommen könnte man es immer wieder neu schreiben, weil einem immer wieder neue Ideen zu dem einen oder anderen einfallen. Ja, genau so ist es. Aber man muss jetzt natürlich auch einfach sagen, ich habe das Buch geschrieben in meiner naiven Art, ein Buch zu schreiben. Jetzt, wenn man bis einem Verlag zugehört, dann kommen natürlich ganz andere Geschichten. Wird es professioneller. Da wird es professioneller. Da wird auch vom Verlag her gesagt, okay, die Geschichte passt so. Bevor wir da aber irgendwas machen, geht die Geschichte an deinen Lektor. Das ist übrigens Christian Humberg, ein ganz toller Kinderbuchautor, der 2015 den Deutschen Fantastikpreis im Kinderbuchsektor erhalten hat. Und ja, der schaut dann nochmal drüber und time is money, auch im Verlagswesen. Da muss man einfach, man muss die Dinge auf den Punkt bringen. Mhm. Ideen hätte ich noch genug. Ich würde auch jetzt das Buch an verschiedenen Stellen ein bisschen anders schreiben. Mhm. Ne? Jetzt bin ich praktisch dazu gezwungen, das zweite Buch in Anführungszeichen. Umzuarbeiten, so dass es für mich passt, aber auch für meine Leser. Mhm. Die wollen ja auch, die sind ja alle schon heiß drauf, wie geht's weiter. Und ich habe jetzt schon, obwohl ich eigentlich bis heute noch gar nicht wusste, ob es ein zweites Buch definitiv wird, habe ich schon die ersten Vorbestellungen. Ich gehe in Wittlich in irgendein Geschäft, da kommt mir jemand entgegen und sagt, sind Sie nicht der Pitt Schäfer? Ja, meine Tochter hat Ihr Buch gelesen. Ich bestelle schon mal zwei Bücher für die Fortsetzung. Ja, das ist toll. Schön. Und, aber es ist tatsächlich so, ich bin da jetzt drin, es läuft. Und da bin ich auch eigentlich sehr zufrieden mit. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, es ist ein Druck da, jetzt dadurch, dass er gesagt hat, der Verlag verlangt jetzt ein zweites Buch, sogar noch ein drittes. In deinem Kopf sind ausreichend Ideen, wo du sagst, an die Sache gehe ich ganz entspannt ran und freue mich darauf, ein zweites schreiben zu können und bin eigentlich optimistisch, dass das ein ähnlicher Erfolg werden kann. Du schreibst es ja für Kinder. Genau. Für Kinder. Du möchtest Kinder durch die Geschichte schöne Momente vermitteln, aber auch Erwachsene. Hast du ja gesagt, das Feedback ist so, dass auch Erwachsene sagen, ist toll. Ja, und die Erwachsenen sagen natürlich, es hätte ruhig etwas länger sein können. Und da gehen wir jetzt so ein bisschen drauf ein und ja, das zweite Buch wird definitiv etwas umfangreicher und es war jetzt bis die letzten zwei Wochen stand es so im Raum, wir machen sehr wahrscheinlich ein zweites Buch, aber heute
kann ich dann wirklich auch stolz berichten. Das zweite Buch ist wirklich eingetütet. Ich werde nächste Woche die ersten Skripte zum Verlag schicken. Dann beginnt die Maschinerie zu laufen. Und jetzt muss man praktisch schon fertig sein, damit das Buch im Herbst, Spätherbst auf den Markt kommt. Bitte. Tolle Sache, was du da gemacht hast. Man merkt richtig, es sprudelt aus dir raus. Es ist der Anfang. Es ist der Anfang. Und das Ende wahrscheinlich schon nicht abzusehen, weil du sagst, du drei Bücher willst du schreiben. Aber ich glaube, dann kommt noch irgendwie, kommt aus irgendwo, aus irgendeiner Ecke, kommt noch eine Idee. Und dann geht es weiter, mit was auch immer. Okay. Bleib entspannt, bleib in erster Linie gesund. Und ich würde mich freuen, wenn das zweite Buch raus ist, dass wir uns nochmal zusammensetzen. Vielleicht können wir es dann mal so machen, dass du uns ein paar Zeilen vorliest. Auch vielleicht hast du nochmal ein paar Lieder. Ja, treffen wir uns wieder hier und können den Zuschauern erzählen, wie das zweite Buch geworden ist und stellen es vor. Ja, würde ich gerne machen und ich bedanke mich recht herzlich für dieses schöne Interview, auch der Crew. Herzlichen Dank und ich wünsche allen einen schönen Abend. Ja, Dankeschön. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse, dass Sie hier dem Gespräch mit Pitt gefolgt sind und ich würde mich freuen, wenn Sie an einer unserer nächsten Sendungen wieder dabei sind, wenn es heißt Hermann im Gespräch mit, vielleicht mit Ihnen. Dankeschön und tschüss.